Hallo, liebe Leute. Heute wollen wir noch einmal über den Zweiten Weltkrieg reden, über Rudolf Hess, wie er nach Großbritannien gefahren ist, was viele vielleicht gar nicht wissen. Nachdem wir in den letzten Sendungen uns über den Zweiten Weltkrieg unterhalten haben, über den Ersten Weltkrieg, über die Geostrategie, die uns eigentlich die letzten 100 Jahre begleitet hat, jetzt wollen wir noch mal kurz auf den Zweiten Weltkrieg eingehen, wie das war mit Rudolf Hess. Ja, Monika, ich übergebe dir das Wort. Gerne, danke. Danke, lieber Johannes. Also es wird oft ins Treffen geführt, insbesondere von stark nationalistischen, teilweise auch Neonazis, dass ja Deutschland den Frieden wollte und dafür wird als Beweis herangezogen der Hess-Flug. Ja? Also Rudolf Hess war ja Pilot und ist tatsächlich 1941 mit einer Messerschmitt Me 111 von Deutschland aus gestartet und ist im weiten Bogen dann nach Schottland geflogen. Ich habe mir den Absprungort auch angeschaut vor Ort, war mit der Jasmin, also mit meiner Frau dort, war auch im Lennox Love House drinnen von den Adeligen, die Unterlagen horten und auch sogar die Ausrüstung, die Hess anhatte, die Karten, wie er sie beschrieben hat, kann man sich heute noch alles anschauen. Wir haben die Flugzeugswracks gesehen, verteilt inzwischen auf drei verschiedenen Museen in Schottland und Großbritannien. Wir sind dort durchgeführt worden. Die Museenswärter, also die Aufsichtspersonen waren begeistert davon, dass sich jemand dafür interessiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Hess ist tatsächlich dorthin geflogen, ist dort abgesprungen. Das bestreitet auch die Mainstream-Geschichtsschreibung nicht. Was allerdings ein bisschen seltsam behandelt wird, ist das Faktum, dass Hess für verrückt erklärt wurde. Also die Briten haben ihn genauso wie Hitler für verrückt erklärt. So wie ich es beurteilt habe, schon für den zweiten Band von Krieg der Weltherrschaft, ist es so, dass Hitler natürlich wusste, dass seine linke Hand, nämlich der Führerstellvertreter Rudolf Hess, geflogen ist. Allerdings ist das offiziell abgestritten worden. Was dokumentiert ist, ist, dass Hess mit einem fingierten Briefverkehr, da steckt wieder der britische Geheimdienst dahinter, MI6, MI5 und oder MI6, steckt dahinter, dass Hess suggeriert wurde, es ist erwünscht, dass er hochfliegt, ja? Und sonst wäre er ja nicht geflogen. Und kaum angekommen, haben sie ihn hops genommen und gleichzeitig für verrückt erklärt. So, warum? Weil man gar nicht wollte von britischer Seite einen Frieden mit dem deutschen Dritten Reich. Und die Führung des deutschen Dritten Reiches wollte ja den vermeintlichen Frieden mit Großbritannien nicht etwa aus pazifistischen Gründen und auch nicht unbedingt aus rassistischen Gründen, sondern rein aus militärstrategischem Kalkül, keine weitere Front zu haben, weil ja da Krieg gegen die Sowjetunion bevorstand. Und damit das Unternehmen Barbarossa. Also es geht hier nicht um den großen Frieden im Sinne des Weltfriedens. Es geht um einen partiellen Frieden, um nicht eine weitere Front im Rücken offen zu haben, während man an der Ostfront den großen Krieg kämpft. Ja? Also das steckt hinter dem Hessflug und der hat tatsächlich stattgefunden. Vielleicht wollen wir nochmal die Parallele zur Ukraine ziehen. Das Wesentliche ist zu erkennen, zu realisieren, dass aus angloamerikanischer, also wir reden hier von britischen und US-amerikanischen Geostrategen, aus angloamerikanischer Sicht es erforderlich ist, dass immer ein Konflikt besteht zwischen Deutschland und Russland. Warum? Das ist seit 1904 dokumentiert, das haben wir im ersten Teil schon im Detail besprochen, aber jetzt noch als Wiederholung. Warum das Ganze? Weil Deutschland erwiesenermaßen das wirtschaftliche Gravitationszentrum Europas ist. Also muss man dafür sorgen, aus angloamerikanischer Sicht, dass kein Frieden und im besten Fall aus angloamerikanischer Sicht eben sogar ein Konflikt besteht zwischen Russland oder Russischen Föderation jetzt und damals Russland oder Sowjetunion und Deutschland. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, jetzt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und je nachdem, wer gerade stärker ist, der wird mehr indirekt unterstützt. Durch finanzielle Förderungen, durch Waffenlieferungen, durch direkte Einflussnahme. Und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war ja die Zielsetzung, in Europa einen Brückenkopf zu haben, einen Landekopf zu haben,
für die angloamerikanische direkte Einflussnahme auf die westeuropäische Politik, um indirekt Druck auf Osteuropa auszuüben. Das ist der Zweck. Das ist beim Ersten Weltkrieg nicht geschafft gewesen, aus dem nicht erreicht gewesen das Ziel. Aus diesem Grund ist der Krieg fortgesetzt worden. Darum sprechen ja viele realistisch vom 30-jährigen Krieg des 20. Jahrhunderts, nämlich Erster und Zweiter Weltkrieg zusammen. Und wenn man sich jetzt anschaut, es geht immer darum, ein Feindbild zu haben. Deutschland gegen Russland. Und was war Erster Weltkrieg? Deutschland der Böse. Zweiter Weltkrieg in der Fortsetzung immer noch. Kaum war der Zweite Weltkrieg vorbei offiziell, sind die angloamerikanischen Politiker, Medienzare und so weiter sofort gekippt darin, in der UdSSR den nächsten Feind zu sehen. Ist klar, weil die waren jetzt die Mächtigeren. Brückenkopf heißt, mit eigenen mit eigenen Truppenkontingenten hier stationiert zu sein. Das militärische Stützpunkte sozusagen. Militärische Stützpunkte, ja. So wie es ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann war. Das wollte man eigentlich schon im Zuge des Ersten Weltkriegs erreichen, ist aber nicht passiert. Darum die Fortsetzung Zweiter Weltkrieg und erst dann gab es ja die Invasion und dann hat man gleich Truppenteile dort lassen. Das war ja der Zweck. Und wenn man bitte Willy Wimmer kennt, ich kenne ihn ja persönlich, ich habe schon in einer Fernsehsendung mit ihm diskutiert, das ist um 9-11 gegangen, kann man sich auf dem Kanal Monika Donner ansehen, eine Sendung von Pro7 damals. Völlig irre, die Gegenseite aus meiner Sicht. Und Willy Wimmer hat ja erzählt, dass er war ja Staatssekretär der Verteidigung in Deutschland. Ja. Und er hat damals berichtet, dass US-amerikanische und auch NATO-Generäle natürlich formuliert haben, warum der Kosovo-Krieg stattfindet. Weil Eisenhower vergessen hat, Truppenkontingente dort stehen zu lassen. Das sei der Grund für diesen Krieg. Das ist ganz offen gesagt worden. Und ja, damals ist ja auch schon vorgeübt worden in Manövern und da hat Willy Wimmer sich geweigert oder dem Kanzler dann berichtet, im Falle eines sowjetischen Angriffes oder russisch-föderativen Angriffes die ostdeutschen Städte zu atomarisieren. Liebe Zuhörer, ihr hört richtig. Das wird auch jetzt wieder geübt. Also denn aus angloamerikanischer Sicht völlig wurscht, was mit der deutschen Bevölkerung passiert. Es ist ein Brückenkopf, es ist eine Landebasis, es ist eine Aufmarschbasis, die jetzt genutzt wird gegen Russland. Und Deutschland schickt jetzt erstmals seit 1945 wieder Kampfpanzer in die Ukraine gegen Russland. Also bei wem da jetzt nicht die Alarmglocken klingen, dem kann ich nicht mehr helfen. Tut mir leid. Aus meiner Sicht das Verhängnisvolle ist, dass die Deutschen natürlich jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg eine gute Phase hatten, bis 1990 kann man sagen, und dass deswegen viele Deutsche ein sehr positives Verhältnis haben zu den USA. Das war bei mir, kann man sagen, war bei mir früher genauso. Mhm. Ich hatte auch dieses typische Mainstream-Bild. Und wahrscheinlich, wohingegen die Russland immer so ein bisschen so als Barbaren angesehen wurden, kann man glaube ich sagen, so ein bisschen so. Bei Stalin wurden ganz viele umgebracht und jetzt geistert es ja auch wieder rum mit den Vergewaltigungen. Und ich glaube, habe das Gefühl, dass es schon so zumindest teilweise so ein bisschen verfängt, dass man sich einfach den USA kulturell näher fühlt als Russland. Was, glaube ich, so ein ganz, ganz großes Problem ist, wo sich eben die Frage stellt, wie lange das jetzt noch dauert, bis die Leute das durchschauen. Ja, Sie sollten auch mal den Huttenplan, den offiziellen lesen, ja, wo ja schon während des Zweiten Weltkriegs formuliert wurde, dass man Deutschland platt machen muss und die Deutschen töten muss und so weiter. Und also da gibt schon Geschichten, die eindeutig der Balance of Power Strategie entsprechen, wo man sich fragt, warum macht sich eigentlich nicht kein Eurasier Gedanken über die Machtverhältnisse in den USA? Denn von den größten Verhältnissen müssten wir aus eurasischer Sicht das Kommando auf dieser Welt haben, ja, und uns Gedanken darüber machen, was in den USA los ist, also uns in die Inselreiche einmischen. Nein, es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Und vielleicht einfach mal verkehrt vorstellen, wie es wäre, wenn Russland, die Russische Föderation wirklich so böse wäre, dass die jetzt einen Regime-Change in den USA herbeiführen und dafür sorgen, dass der Deep State wegkommt, dass sie Einfluss nehmen und plötzlich Südamerika gegen Nordamerika aufbringen, um den kompletten
amerikanischen Kontinent zu beherrschen. Man stelle sich das mal vor. Genau das ist nämlich im übertragenen Sinn metaphorisch in Eurasien passiert. Genau das. Die machen sich Gedanken, wie können sie hier spalten? Und nochmal, die Grundregel ist ganz einfach. Teile und herrsche. Streiten sich zwei, freut sich der Dritte. Das ist in diesem Fall der Angloamerikaner, der dafür sorgt, dass zwischen den Zweien Deutschland als wirtschaftliches Gravitationszentrum in Europa und der Russischen Föderation oder UdSSR, wie man es auch immer zum jeweiligen Zeitpunkt nennen will, mit als größter Träger von Ressourcen und Manpower hier, insbesondere Öl und Gas und so weiter, hier permanent ein Konflikt herrscht. Man braucht sich ja nur die Landkarte anschauen. Also Menschen, die gern was spielen, wie zum Beispiel ein Spiel wie Risiko, ja, also ein Strategiespiel, da sieht man die Weltkarte und es gewinnt meistens der, der zuerst Australien einnimmt. Du nimmst vier Nationen, musst du besiegen und da gibt es nur eine Verbindung zum Land, also wo man rüberhüpfen kann vom Kontinent und wer das eingenommen hat, der kriegt immer pro nächster Runde, ich glaube zwei Truppen waren sie, das ist 30 Jahre, dass ich das gespielt habe, aber der kriegt immer pro Runde zwei Truppen dazu und hat damit früher ein größeres Kontingent als der ersten. Das ist die Splendid Isolation, die splendide Isolierung, das ist, glaube ich, ähnlich genannt im ersten Teil oder am Beginn des zweiten Teils, die man als Risikospieler in Australien hat. Und genau das ist in Großbritannien passiert. So ist Großbritannien zum zweitgrößten Empire oder zum größeren Empire sogar nach dem römischen Empire geworden. Der Sieg über die spanische Armada, ich glaube 1544 oder 1644, keine Ahnung. Ja. Ab diesem Zeitpunkt hat Großbritannien danach getrachtet, die größte Kriegsflotte der Welt zu haben, um ihre Handelswege abzusichern. Und wer das Gewässer, die Gewässer dieser Erde beherrscht mit seiner Royal Navy, mit der Kriegsflotte, der beherrscht letztlich die ganze Welt, ist die größte Macht weltweit. Und da hat es dann den Shift gegeben von Großbritannien zu den USA, aber jetzt mal die Lanze zu brechen für die Briten und US-Amerikaner. Aus deren Sicht muss man auf dem Kontinent stören, weil es sonst Überfälle auf deren Inseln gibt. Das ist Ursache und Wirkung. Großbritannien ist ja in Lindisfarne, ja, also in Ostengland, Nordostengland, permanent von dort aus überfallen worden von den Wikingern, den sogenannten aus Norwegen und Dänemark. Die sind überfallen worden und haben gelernt, aha, die kommen mit ihrer Flotte daher. Die besiegen uns, da hilft unser starkes Land her nichts. Wir brauchen eine größere Flotte. 1066, Battle of Hastings, es kommen die Normannen, also wieder Krieger aus dem eigentlichen germanischen Nordreich, angesessen in Frankreich, kommen und invadieren Großbritannien, weil stärkere Flotte. Aha, lessons learned. Ab ungefähr dem 16. Jahrhundert haben dann die Briten die größte Flotte, um ihr relativ großes Inselreich abzusichern gegen Eingriffe von außen. Und damit war es besiegelt, dass sie dann gesagt haben, ab jetzt, und das ist sogar US-amerikanische auch, weil sie auch ein Inselreich ist, wie wir im ersten Teil gesagt haben, ist US-amerikanische offizielle Doktrin seit dem Zweiten Weltkrieg, ja, offiziell seit Roosevelt, die Vorwärtsverteidigung. Das heißt, wir verteidigen aus britischer und amerikanischer Sicht unsere Küste an der nächsten Küste. Und da ist die beste Verteidigung, dass man dafür sorgt, dass die Flotte, die uns bedrohen könnte, erst gar nicht entsteht. Genau das hat der George Friedman von Strategic Forecasting genau mit ähnlichen Worten wie diesen gesagt. Du kannst die feindliche Flotte am besten besiegen, indem du sie gar nicht entstehen lässt. Und wie passiert das? Indem man permanent dafür sorgt, dass in Eurasien, also auf unserer Kontinentalplatte, permanent Landkriege stattfinden. Wenn sich die Nationen hier auf dieser Kontinentalplatte dauernd bekämpfen, dann kommen sie gar nicht auf die Idee, dass sie sich zusammenschließen und eine gemeinsame Flotte, geschweige denn Luftwaffe, ins Leben rufen. Denn ab dem Tag, wo das passiert, ist Eurasien, inklusive Afrika, also kann man sagen, die Weltinsel, der dominante Faktor weltweit, weil hier die meisten Menschen leben, die meisten Ressourcen sind. Und dann werden die Insulaner, Großbritannien und USA, auf das reduziert, was ihnen zusteht, nämlich als Randerscheinungen in der Geschichte. So einfach ist es, ja. Aber das ist, habe ich ja nicht erfunden. Ich fasse es hier nur unter Anführungszeichen mit meinen Worten im historischen Kontext zusammen, was seit mindestens 1904 von Sir Halford MacIndoe ausdrücklich so genannt wird. Die Weltinsel
und insbesondere das Herzland, the Heartland, ja, die Pivotregion, vormals Sowjetunion, russisches Zarenreich, ungefähr dieses Gebiet, das Herzland, ist die beste natürliche Bastion der Welt, wenn man sich die Gebirgsketten, die Meereszugänge anschaut, uneinnehmbar. Ja? Und der Schlüssel zu diesem Bereich ist Osteuropa, und um Osteuropa indirekt zu dominieren, um das Weltreich praktisch zu dominieren, brauchst du einen Brückenkopf. Und der ist in Westeuropa. Und auch das steht in angloamerikanischen Strategiedokumenten. Ich kann nur versuchen zu vermitteln, was leider ja die Masse der Generalstabsoffiziere anscheinend nicht kapiert, und auch nicht die Politiker und auch nicht die Historiker, obwohl es so einfach ist, dass es jeder Fliesenleger sofort kapieren kann. Soll jetzt nicht heißen, dass Fliesenleger dumm sind. Ich glaube eher, dass sie sehr gescheit sind, weil sie praktisch und manuell was sich vorstellen müssen. Also die haben wahrscheinlich eine höhere Abstraktionsgabe als so mancher wissenschaftlich verblödete Mensch. Meine Aufgabe ist es, das so einfach wie möglich zu erklären, die komplexen Zusammenhänge. Weil es wahrscheinlich auch noch so ist, dass ja die Engländer auf ihrer kleinen Insel kaum Rohstoffe haben, und dass, wenn dann sie keinen Zugriff auf die, wenn die anderen sich die Rohstoffe billig über Land zukommen ja. lassen, die natürlich auch wirtschaftlich völlig ins Hintertreffen geraten. Ja. Natürlich Interesse haben, sozusagen, um wirtschaftlich auf Augenhöhe zu bleiben, die anderen zu stören und um selber sich die Rohstoffe dann abholen zu können. Und das machen sie am besten, indem sie stören und selber dann die Macht übernehmen. So kann man es schaffen. Genau. Ich war im Haus vom Duke, im Lennox Lock House in Südschottland, ja, wo Hess ja eigentlich landen wollte. Und die Nachfolger dieses Herrscherhauses, mit denen ich persönlich mich unterhalten habe, und mit den Damen, die dort aufpassen, sie haben gesagt, sie können das alles nachvollziehen, und sie entspricht ihrer Grundmeinung, was ich in Krieg der Wälderschaft Band 1 geschrieben habe. Und wie wir dann durch Schottland gefahren und runtergefahren nach England sind, wir haben uns mit vielen in Museen unterhalten, die historische Grundkenntnisse haben, und die haben ganz offen gesagt, ja, the German Reich, wie sie sagen, ja, das Deutsche Reich, das Deutsche Kaiserreich, it was a threat for our trade. Es war eine Bedrohung für unseren Handel. Da ist keine Rede von Flottenwettrüsten, Erster Weltkrieg. Da ist keine Rede von deutschen Verbrechen oder irgendwas. Sie sind sich bewusst, dass dieser Krieg inszeniert wurde, um das Deutsche Kaiserreich zu besiegen. Es ging um den britischen Handel und um die Vormachtstellung auf dieser Welt. Die sagen das ganz offen. Also, ich möchte jetzt auch viele Zitate von Churchill, unsägliche Zitate von Churchill, wo er, glaube ich, sagt, auch wenn irgendwie Pater Pius statt Hitler Deutschland regieren würde, dann würden sie trotzdem angreifen, weil Deutschland zu stark ist oder irgendwie so ist. Lauter solche Zitate. Absolut. Genau um das geht's, ja. Und auch Leute wie Churchill und Admiräle haben ganz offen gesagt, die deutsche Flotte interessiert uns nicht, die versenkt man, wenn wir wollen. Die ist kein Gefahr für uns. Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg. Ganz offen ausgesprochen. Warum hat denn Deutschland so Schiffe wie Bismarck und das Schwesternschiff, die Tirpitz, überhaupt baut? Natürlich ein Prestigeobjekt, ja. Die Bismarck hat binnen einer Stunde die Hood, den Stolz der britischen Flotte, versenkt. Und dann hat's zig Schiffe da ist die Bismarck außer Kraft gesetzt worden, also außer Gefecht gesetzt worden. Sie hat nur mehr im Kreis fahren können, weil durch einen Zufallstorpedotreffer von einem kleinen Flugzeug aus das Steuerruder, das rechte, getroffen wurde. Also ist die Bismarck im Kreis gefahren und ist durch Selbstversenkung dann auf dem Meeresgrund gelandet. Und nur kleine Seitenarm der Geschichte, sie haben zig Kriegsschiffe gebraucht, um dieses eine Kriegsschiff zu versenken. Na, warum hat man denn das gemacht? Weil man versucht hat, die Briten so einzuschüchtern, dass sie eben aus dem Krieg aussteigen und sich nicht, und praktisch die Ostfront für Deutschland nicht durch eine weitere Front gegen England praktisch bedroht ist. Also man muss die geografischen, geostrategischen Verhältnisse mit den militärstrategischen Maßnahmen in Einklang bringen, dann versteht man die Geschichte, wie sie abgelaufen ist. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich alles zu 100% weiß, das möchte ich nie behaupten, aber ich denke, dass ich eine schlüssige Begründung für die Abläufe liefere, und wichtig ist, wie gesagt, dass wir aus den Mustern, die hier herausgearbeitet werden, etwas lernen, nämlich dass Spaltung niemandem gut tut. Dass es darum geht, dass wir eher versuchen, uns
den Schulterschluss wiederzufinden mit Russland, weil wir haben keine geostrategischen Hindernisse, die einem Friedensschluss, die einem guten Zusammenwirken entgegenstehen. Die gibt's nicht. Es gibt keine Interessen, weder von Ressourcen, noch von der geografischen Lage, noch militärisch, die zwischen Deutschland und Russland stehen, und auch kulturell nicht übrigens, ja. Also, warum uns ausgerechnet die Angloamerikaner, die denn die Urkatastrophe Erster Weltkrieg nachweislich verschuldet haben und die deutsche Demokratie mitbekämpft haben, warum ausgerechnet die uns näher stehen sollen als Russland, kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, und Verbrechen. Verstehst du? Verbrechen gibt's ja auch in Amerika. Wie in Nordamerika vor allem, ja, Territorium der jetzigen USA. Wie viele Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen Angehörige der indigenen Bevölkerung wurden dort unterdrückt, vertrieben, ermordet und dann Dunkelhäutige versklavt und ermordet? Wie viele sind das? Von wie vielen reden wir hier? Und wir reden von den russischen Verbrechen der Neuzeit, die ja mit angloamerikanischer Hilfe überhaupt erst stattfinden haben können. Also ich glaube nicht, dass man so polarisieren kann, die sind die Guten und die sind die Bösen. Aber die Angloamerikaner sind garantiert nicht die Guten. Garantiert nicht. Also die Strategen meine ich jetzt. Ja. Du hast hier hinten deine Bücher aufgelistet. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wie die entstanden sind, wann du die geschrieben hast, was die Themen sind, was dich da bewegt hat. Da steht ein Teil der Bücher, die habe ich mir deswegen hingestellt, weil es eine Gegenüberstellung eigentlich ist. Das erste Buch, das ich geschrieben habe, ist, wo ist es jetzt? Da hinten ist so. Deine Freiheit. Da ist Tigern Heil. Ganz rechts ist der Hohe Weltherrschaft. Tigern Heils ist das erste Buch, das ich geschrieben habe. Und das ist bitte kein Transgender-Buch. Ich bin als Bursche zur Welt gekommen, das wissen eh viele. Manche sehen das auch, ich habe kein Problem damit. Ich habe 2008 begonnen, dieses Buch zu schreiben. 2009 ist rausgekommen in der ersten Auflage. Inzwischen ist es die fünfte. Das ist kein Transgender-Buch. Es ist mir einfach darum gegangen, aufzuzeigen, in welchen Korsetts wir eigentlich leben und wie man ausbrechen kann daraus. Also wenn du so willst, ein wissenschaftlicher Arbeiter der Nachweis, dass zwischen korrekter Naturwissenschaft und Spiritualität kein Unterschied besteht. Und der Anlass des Buches war, dass ich in Österreich beim Verfassungsgerichtshof im Alleingang beim VfGH bewirkt habe, dass der Operationszwang an Transsexuellen abgeschafft wurde. Ja? Der wurde verboten, so auch in Deutschland ab 2011 unter Berufung auf meinen Fall in Österreich. Warum erzähle ich das? Nicht, weil ich jemanden langweilen will, sondern weil die Parallele zwischen damaligen OP-Zwang und Impfzwang absolut frappierend. Das heißt, Menschen, die im Gegengeburtsgeschlecht praktisch leben wollten, da hast du in Italien, England und so weiter sofort Dokumente gekriegt, die dir das ermöglichen. Personenstand, gewünscht, weiblich, Name, Änderung, fertig. In Deutschland und Österreich insbesondere hat man eine genital anpassende Operation verlangt, inklusive Fleischbeschau. Das heißt, stell dir vor, eine biologische Frau fühlt sich als Mann. Von ihr hat man verlangt, es gibt ja auch Transmänner, das wäre ein Transmann, von so einer Frau hätte man verlangt, physischen Frau hätte man verlangt, sich die Gebärmutter rausnehmen zu lassen, die Vagina zuzunehmen, Brustentfernung. Kein Witz. Und dann noch eine Fleischbeschau. Das sind aus meiner Sicht Nazi-Methoden im Sinne von unfruchtbar machen, unwerten Lebens. Der Zwang war der, ungefähr 50% wollten sich nicht operieren lassen, etwa 50% wollten. Und die sich nicht operieren lassen wollten, standen oft an der Kippe. Viele haben sich genötigt gefühlt, sich operieren zu lassen, weil ihnen sonst die Dokumente verweigert wurden, ohne denen du ja kein normales Leben im Alltag führen kannst. Ja? Geht ja nicht, du kriegst ja keine Arbeit und nichts. Das ist die Parallele zum Impfzwang. Du brauchst dich nicht impfen lassen, kriegst halt keinen Job mehr, kannst nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Früher hat man gesagt zu den Transidenten, du brauchst dich nicht operieren lassen. Kriegst halt keinen Job, kannst halt nicht, kriegst keinen Führerschein, kannst du nicht normal am Leben teilnehmen. Ja, das sind die Parallelen dazwischen. Das habe ich aufgezeigt, um eben den Menschen deutlich zu machen, dass alle Menschen, nicht nur die Transidenten, in einem starken Korsett drinnen stecken, das sie dazu geneigt macht, sich unterdrücken zu lassen. Weil es ist völlig, ich lebe schon ziemlich natürlich und ich stehe zu mir, wie ich bin. Aber ich sage, wir haben eine Seele und gemäß dieser Seele
brauchen wir eine Ausdrucksform, wie wir uns in dieser Welt verwirklichen, nämlich was unsere Begabungen und Talente entspricht, unsere physische Ausdrucksmöglichkeit. Und da kann ich es nicht brauchen, dass man mir ja sagt, was du als Mann und was du als Frau darfst. Das darf sich mischen. Und mein Schritt war eben die Aufhebung des Operationszwangs und mir den weiblichen Geschlechtsvermerk zu erkämpfen, wobei ich nichts gegen die Operation habe. Ich bin für Entscheidungsfreiheit, um das geht's mir. Ja. Und genauso beim Impfen bin ich auch für Entscheidung. Wenn sie mir vergiften lassen will, soll das. Aber man darf mich nicht dazu verpflichten. Um das geht's. Und dann habe ich einen Roman geschrieben mit dem Peter Hayek. Normal war gestern. Das ist ein psychotherapeutischer Roman, sehr provokativ. Der Peter Hayek ist Regisseur und Produzent gewesen von Kommissar Rex und Soko Kitzbühel. Einige kennen ihn. Da geht es auch um dieses Thema gelebte Individualität. Das war, glaube ich, 2014 ist das rausgekommen, das Buch. So, und ab 2015 habe ich dann veröffentlicht God Bless You Putin. Das haben wir, glaube ich, schon gehabt. Das kleine Buch, wo habe ich es? Ist wurscht, ist jetzt gerade weg. Ah, da liegt es. Steht ja auch hinten, ja. Wo es eben darum geht, dass ich rechtzeitig prognostiziert habe, eben 7 Jahre vorher, es wird zum russisch-ukrainischen Krieg kommen. Warum war mir das wichtig? Eben, weil ich im Verteidigungsministerium gearbeitet habe bis 2022, weil ich Offizier beim Heer war und weil ich nicht mit zusehen wollte, dass die Demokratie mit Füßen getreten wird, weil eine echte Demokratie aus meiner Sicht ohne Neutralität gar nicht möglich ist. Also man muss sich abspalten von diesen angloamerikanischen Einfluss Bestrebungen in Europa und habe auch für Deutschland empfohlen, dass Deutschland auch neutral sein sollte, sich aus der NATO rausnehmen sollte und den Schulterschluss, einen gesunden Schulterschluss mit Russland suchen sollte, wenn man unbedingt einen Partner braucht. Ja. Dafür habe ich dann Strafanzeigen gekriegt, Skurrile wegen Wiederbetätigung und lauter so schwach sind eh alles eingestellt, nichts Ernsthaftes, aber schon schlimm für mich, ich bin in ein rechtsextremes Eck gestellt worden. Und das zuerst schon von einer transsexuellen Vereinigung, die eigentlich den Operationszwang verschärfen wollten. Die haben gesagt, ich sei rechtsextrem, weil das Buch Tiger in High Heels irgendwie rechtsextrem sei. Das ist da, genau das Gegenteil ist der Fall. Und später ist dann sogar das Verteidigungsministerium auf den Zug aufgesprungen, weil ihnen das Buch nicht passt hat. Es war offensichtlich zu warm, schön zu sein, das God Bless You Putin. Und hat dann auch eine Strafanzeige erstattet gegen mich wegen Wiederbetätigung. Ist alles durch die Medien gegangen in Österreich. Ich bin auf jeden Fall von zwei Seiten, gegenpoligen Seiten attackiert worden, denen einfach nicht passt, was ich herausgearbeitet habe und wofür ich mich einsetze. Aber ich bin, denke ich, völlig unpolitisch in parteipolitischer Hinsicht, sondern ich analysiere Fakten und setze mich für Menschenrechte ein, mehr durch ihn nicht. Sehe ich hier gerade Weltherrschaft, ist das, oder was kommt als nächstes? Genau, das ist der Wälzer, ja, mit über 800 Seiten und 2300 Quellenangaben. Auch einige Abbildungen drinnen, keine Angst, liebe Leute, es gibt, und an neuralgischen Punkten sind die Kästchen und Zusammenfassungen, so dass man weiß, um was geht. Das ist eben der Erste Weltkrieg. Der erste Band von Krieg der Weltherrschaft erschienen 2017. Schon berülpst in den Medien 3 Monate, bevor es überhaupt erschienen ist. Also, die haben einen Bestseller draus gemacht. Ich glaube, ich habe es im ersten Teil erwähnt, aber zu einem Preis, den ich so nicht wollte, weil ich eben in ein Lager gedrückt wurde, wo ich absolut nicht hingehöre. Ich gehöre weder in der linke noch in der rechte Ecken. Ich bin einfach ich und analysiere Dinge. Und das Buch habe ich geschrieben, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie kommt es denn überhaupt zu diesem Ukraine-Konflikt? Was steckt da dahinter? Welche Muster? Und bin eben bis zum Ersten Weltkrieg zurückgegangen. Und nach diesem Buch, da wollte man mich dann auch noch entlassen oder kündigen, aber das ist, so weit ist nicht gekommen. Der erste Entlassungsversuch, das ist durch die Medien gegangen, darum kann ich es öffentlich erwähnen, der erste Entlassungsversuch real im Verteidigungsministerium war, wie ich dieses Buch geschrieben habe. Ja. Corona-Diktatur ist auch ein bisschen dicker, ungefähr 600 Seiten, und beweist auf Punkt und Strich, dass die C-Plödemie keine einzige Maßnahme rechtfertigt. Ja? Keine einzige von den Regierungen in Deutschland, das ist für Deutschland und für Österreich geschrieben, keine einzige Maßnahme rechtfertigt, die hier erlassen wurden. Weil wir zu keinem Zeitpunkt eine reale Notlage gehabt haben, die zu irgendeinem Eingriff rechtfertigen könnte.
Man kannte ab Januar 2020 die Risikogruppen. Da gibt es Dokumente drüber in Österreich und in Deutschland. Man kannte die Prävalenz von Covid, die ähnlich war wie die der Grippe. Man hätte die Risikogruppen auf freiwilliger Basis schützen können und müssen und dürfen. Mehr war nicht drinnen aus rechtlicher Sicht. Man hat aber mehr gemacht. Warum? Weil es eh auf mindestens 8 sogenannten pandemischen Übungen seit 1999 vorgeübt wurde, was wir erlebt haben während der Zika-Pandemie. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall haben mir mehrere Menschen auf meinen Vorträgen und Seminaren, die ich gebe, aber auch mit E-Mails, Bescheid gegeben, dass wenn sie dieses Buch rechtzeitig gelesen hätten, sie sich keinen einzigen Stich verpassen lassen hätten. Denn ich habe dort die Impfstoffauswertungen alle drinnen. Schon ab Ende 2020 war aus den Herstellerstudien klar, dass diese Impfstoffe, die sogenannten, sowohl unwirksam als auch unsicher sind und damit schädlich für die Empfänger. Aus, Punkt, Ende. Auf Strich und Farben nachgewiesen, bestätigt seither in zig Studien aus Israel und Studien weltweit man braucht sich nur die Sterblichkeitskurven anschauen. Die Übersterblichkeiten in Deutschland, Österreich, Schweiz und Israel beginnen erst ab dem Impfen. Also das, was sie angeblich verhindern sollen. Wenn man sich das ist dann in Freiheit drinnen, in dem Buch. Aber keine Angst, es geht da nicht nur. Das ist ein Kapitel. Buch ist erschienen Ende 2022. Freiheit. Es geht darum, dass wir heute schon frei sind. Eine Analyse, welche Krisen sind seit dem Ersten Weltkrieg passiert. Ganz kurzer Abschnitt, um dann eben auf die Schlussfolgerung zu kommen, das wird nicht von selber enden. Und im Kapitel Corona-Diktatur wird dargelegt, dass alles, was ich im Buch Corona-Diktatur schon geschrieben habe, korrekt ist. Insbesondere anhand der Studien, anhand der Übersterblichkeit, anhand der Impfschadenstatistik der EMA. Ja, da haben wir im August 2022 2 Millionen offizielle Impfschäden gehabt. Mit der offiziell auch von Mainstream-Medizinern genannten Dunkelziffer von 90% sind wir bei 20 Millionen Impfschäden in Europa. Das steht in keiner Relation zu den Eingriffen. Wir wissen, dass ungefähr 2 Drittel der hospitalisierten Patienten tatsächlich geimpft sind. Das geht aus den Berichten vom RKI hervor. Das heißt, die sogenannten Impfungen haben genau das bewirkt, was sie angeblich vermeiden sollten. Wir wissen, dass inzwischen 54% der Jugendlichen in Österreich und in Deutschland wird es dann anders sein, depressionsgefährdet sind und davon rund 1 Drittel suizidgefährdet. Das ist die schnell zusammengefasste Kurzdarstellung über den C-Irrsinn. Und im zweiten Teil von Freiheit, also von diesem Buch, der eigentlich der wesentliche ist, geht es darum, wie wir aus diesem Irrsinn im Außen erkennen können, dass wer und was wir wirklich sind, dass wir in Wirklichkeit endloses Bewusstsein sind, dass wir als Menschen nicht nur eine Seele haben, sondern auch die Seele sind. Ich bringe in diesem Buch erstmals den wissenschaftlichen Nachweis, dass der Mensch die Seele ist. Die Seele, so wie sie schon Pythagoras sogar und Platon und alle die griechischen Philosophen gesagt haben, dass es sie gibt, wo René Descartes, was heute niemandem mehr erzählt wird, eine Abhandlung geschrieben hat über die Beweisführung über die Seele. Ich bringe den Nachweis, ich habe auch selbst eine Nahtoderfahrung gehabt. 2012, seither kann ich meinen Mund gar nicht mehr halten, wenn ich was richtig rausgefunden habe. Ich habe erlebt, ich war 2 Minuten klinisch tot. Ich habe erlebt, dass ich eine Seele habe oder bin und habe daher keine Angst vor dem Tod und auch nicht vor dem Sterben, keine Angst vor sozialer Ausgrenzung, keine Angst vor materiellem Verlust. Also das sind genau die 3 Ängste, mit denen man ganz intensiv seit dem C-Irrsinn gespielt hat, mit denen man jetzt wieder spielt, ja, im negativen Sinn, seit diesem unleidlichen Ukraine-Krieg. Und das wird also nicht von selbst aufhören. Und ich habe eine Beurteilung gemacht bis zum Jahr 2030 und da ist ganz klar, es gibt eine Möglichkeit, die ich für sehr realistisch erachte, dass wenn 10% in etwa der Bevölkerung ihre Individualität bewusst ausleben und im verantwortungsbewusst im Sinne des Kontextes von allen Menschen, immer an Land oder auf der ganzen Welt, dass das System kippt, dann sind wir bereits der gelebte Wandel. Und es gibt genug Menschen, die es vorleben. Es gibt genug Vereine und Gruppen, die sich mit regionaler Autonomie auf demokratischer und freiheitlicher Basis, so wie es die Verfassungen vorsehen, die sogenannten, bereits leben.
Das ist die große Chance. Und dann kann sich die Parteipolitik gleich mitändern. Also wir sollen der Wandel sein, den wir gerne im Außen sehen wollen und nicht mehr länger warten, was da alles passiert und uns nicht nur 100.000 Videos anschauen und glauben, dass wenn wir am Tag 20 oder 30 Videos auf Telegram teilen, dass dadurch sie die Welt verbessern wird. Nein, das tut sie nicht. Es geht darum, dass wir die Muster verstehen und danach handeln, was eh uns am besten tut. Und wenn wir diesen leichten Schritt, diesen erstmals in der Menschheitsgeschichte leichten Schritt nicht tun, nämlich zu erkennen, was ist, und dann unser Potenzial ausleben, das wir ja eh schon sind, so dass wir wieder 98% Hochbegabte haben, was unser natürliches Potenzial ist. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir es eh nicht verdient, dass wir in Freiheit leben. Für Freiheit muss man sich einsetzen. Das ist die sehr lange Botschaft von mir. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir die Gesprächsreihe fürs Erste. Ja, es hat mir viel Freude gemacht. Ich habe ganz viel gelernt. Ja, vielen Dank, Monika. Du, ganz lieben Dank, Johannes, und auch für deine Geduld. Ja, ich weiß, ich komme dann ins Reden. Ich habe dir eh gesagt, du kannst mich unterbrechen, jederzeit, wenn es gerade nötig ist. Wenn ich mal im Fluss bin, bin ich im Fluss. Also vielleicht machen wir das nächste Mal eine Sendung, wo du mir Fragen stellst oder wo wir uns wirklich austauschen im Gespräch. Ich bin das halt gewohnt von Vorträgen und Seminaren und zig Interviews im Fernsehen und so weiter, dass ich das doch auf den Punkt bringen kann. Und es tut mir aber manchmal richtig leid, dass dann doch kein richtiger Dialog dann mehr zustande kommt. Alles bestens, ist ja auch nicht so gedacht. Das war also meine Zuschauer, die hören mich ja sowieso immer reden. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was wir vergessen haben und was euch sonst so einfällt. Macht's gut, bis bald. Danke, tschüss.